Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Skuleskogens Nationalpark. Der ist direkt an dieser E4 gelegen und daher liegt er im Grunde auf dem Weg. Ich bin jetzt hier und möchte im Grunde auf den Berg, der hier ist. So ungefähr soll das Ganze dann aussehen. Es ist ein recht großes Gebiet hier mit 129 Kilometern auf 13 Etappen aufgeteilt. Und so das ein oder andere davon möchte ich mir jetzt anschauen. Ja, wenn ihr da Lust zu habt, begleitet mich gerne. Hier sieht man auch nochmal, dass man immer wieder auf circa 280 Meter Höhe kommt und wieder runter und wieder hoch. Und das werde ich jetzt mal genießen, weil es ist sonnig, 15 Grad, und wenn ich mich bewege, ist es mit kurzer Hose und T-Shirt auch völlig okay, denke ich. Also, los geht's. Und zwar hier in diese Richtung. So fängt das Ganze an. Das ist der Eingang hier von der E4 aus, von dem gleichnamigen Rastplatz Skule Berget. Und das Ganze fängt an mit so einem Spielplatz hier und einem Naturzentrum. Und ich möchte jetzt aber als erstes Richtung Grotta. Und zwar da oben hin. Ja, jetzt stand auch schon das erste Warnschild. Steiler Berg, steile Wege und Danger und all sowas. Bin wirklich mal gespannt, was mich hier so erwartet. Der Weg ist auf jeden Fall sehr schön naturbelassen. Und man merkt auch, dass das hier so ein Relikt aus der Eiszeit ist. Stand irgendwo vorhin so eine Erklärung, dass diese 286 Meter hohe Felswand hier ursprünglich im Meer war und nach der Eiszeit dann aber im Grunde freigespült wurde und sich so hier dann präsentiert hat. Es ist steil, auch wenn ich noch gar nicht so lange unterwegs bin. Was ein bisschen störend ist, dass man immer noch die E4 im Hintergrund hört. Auch hier ist es so, dass der Weg farblich gekennzeichnet ist. In diesem Fall durch blaue Punkte und Pfeile. Jetzt weiß ich auch, was dieses Warnschild zu bedeuten hatte. Also man muss hier schon so ein bisschen über diese Steine klettern und sich den Weg suchen. Aber es ist echt toll. Auch so drumherum hier diese moosbedeckten riesigen Felsen. Wunderschön. Also das ist ein ganz toller Weg. Manchmal muss man hier so ein bisschen über diese Steine klettern. Eher so kindliches Klettern, aber schon so, dass man mit Händen und Füßen arbeitet. Und zwischendurch kommen dann Stufen, glaube ich, so wie man da oben sieht. Aber wunderbar gemacht. Beziehungsweise wunderbar gelassen. Das ist ja nichts gemacht hier. Ich bin doch ein bisschen am Keuchen. Bin nicht mehr so in der Übung. Da vorne das Rote im Bild. Das sieht aus, als wenn da ein Seil gespannt wäre, dass man sich so ein bisschen festhalten kann, um darüber zu gehen. Ja, ich denke, das Seil ist eher dafür da, dass man da nicht weitergehen soll, sondern hier dem Weg folgt. Die erste Gitterkette mit Stahlpfosten. Das heißt, der Weg wird immer besser. Dort waren jetzt auch so ein paar Stufen. Da sieht man den Winkel mal ganz schön, denke ich, wie es hier hochgeht. Und diese roten Leinen sind echt dafür, dass man da nicht so nah an die Kante kommt. Und jetzt geht es hier weiter. Und da ist der erste Punkt, wo man Aussicht genießen kann, denke ich. Ja, und so sieht der erste Fernblick aus.
Das ist doch schon ganz ansehnlich, muss ich mal so sagen. Da hinten ist wieder dieser botnische Meerbusen. Das ist ja hier die Ostsee, die zwischen Schweden und Finnland so ins Land reinreicht. Was mich hier immer irritiert, dass man den Verkehr noch so laut hört. Aber die haben auch einen komischen Straßenbelag hier, der ist so rau, dass selbst im Auto beim Fahren das einem laut vorkommt. Also ich muss sagen, das Schild stand nicht ohne Grund da unten. Mir graut es ein bisschen vor dem Rückweg. Weil rauf ist ja immer relativ einfach, weil man sich einfach nach vorne beugt, um das Gewicht zu halten. Aber runter ist dann ja immer so, Aber aufgrund der Aussicht lohnt sich jeder Meter. Ich denke, das Bild spricht für sich selbst. Müssten mittlerweile auch schon so 7 Uhr haben. Und so kann noch ein Morgen beginnen. Bei diesen Leitern kriege ich ja immer ein bisschen Pudding in die Beine. Muss erstmal kurz durchatmen, mich ein bisschen konzentrieren und dann geht's weiter. Erste Treppe geschafft. Jetzt geht es leider weiter da hoch. Ihr glaubt gar nicht, was ich mich zwingen muss, hier weiterzugehen. Ich kann gar nicht richtig gucken, sondern achte nur da, wo ich gerade hintrete und mich festhalten muss. Bin auf der letzten Treppe gerade oben schon, ja, so 2 Stufen vorher stehen geblieben. Und muss echt Überzeugungsarbeit an mir selbst leisten, den nächsten Schritt zu machen. So ein Pünktchen. Warum hat man das? Und das ist die Grotte, die man hier sehen kann. Ich würde mich gerne irgendwie weiter zurücklehnen, um hier was zu zeigen. Aber mehr geht gerade nicht. Es sieht irgendwie grottig aus, aber ist schon interessant. So, ihr genießt die Aussicht und ich versuche das Schild zu lesen. Die Höhle Kungsgrottan ist 185 Meter über dem Meeresspiegel. Vor 8500 Jahren, als das Meer an dieser Bergwand schäumte, gab es die Höhle in ihrer heutigen Gestalt wahrscheinlich noch nicht. Die Höhle, eine Grundgebirgshöhle, bildet sich vermutlich durch Frostsprengung in Gesteinsfugen und durch die abtragende Wirkung der Brandung. Grundgebirgshöhlen sind die gewöhnlichsten Höhlen in Schweden. Man kann sie sozusagen überall im Grundgebiet finden. Eine andere häufige Höhlenart ist die sogenannte Karsthöhle, die sich durch Lösungswitterung im Kalkstein bildet. Skuleberget besteht aus dem geologischen alten Gestein Nordingra-Granit, der vor ca. 1600 Millionen Jahren entstand. Nordingra-Granit bekommt oft Sprünge in einem würfelförmigen Muster und zersetzt sich zu Blöcken, die durch die Witterung und Erosion abgetragen werden können. Sehen Sie zwischen dem Festland und den Inseln Ulunövera, dort ungefähr, die höchste Insel Schwedens, Mejeletön. Sie ist 236 Meter hoch. In Gipfelnähe befindet sich eine weitere Höhle. Ja, so. Ich werde mich jetzt hier so ein bisschen an diese Wand lehnen, mich in den Griff kriegen, denn der Weg geht hier nicht weiter. Ich muss dieselbe Strecke erstmal wieder runter ein Stück, um auf den nächsten zu kommen. So, meine Lieben, eine halbe Stunde ist vergangen. Ich habe mich wieder beruhigt und fühle mich immer noch nicht sehr wohl. Es ist immer noch komisch. Aber es ist gerade schon wieder ein bisschen besser. Deswegen gehe ich jetzt wieder runter. Hier nochmal kurz zur Veranschaulichung, wo es gleich dann runter geht, da die Treppe. Die hier meine ich, das ist für mich die schlimmste. Also Leute, ich will hier kein Lob, Anerkennung oder sonst irgendwie was, aber das ging relativ gut. Ich kann es kaum fassen. Es ist gut, wenn man sich überwinden kann. Aber es ist echt nicht einfach. Dagegen ist das doch jetzt ein Kinderspiel.
Hier stand jetzt ein Schild, 300 Meter bis zum Gipfel. Bin gespannt, was mich da noch erwartet. Also in Deutschland würden wir definitiv sagen, das ist schon ein Klettersteig mit diesen Passagen dazwischen. Ich muss teilweise echt gucken, wo ich mich festhalten kann und mich hochziehe und solche hohen Steine überbrücke, dass ich im Grunde das Knie an der Brust habe, wenn ich mich da abstemme. Das ist schon nicht ohne, finde ich. Ja, ich stehe jetzt hier in diesen kleinen Wurzeln und jetzt fangen hier Stufen an und gehen da weiter hoch. Vielleicht mal, um zu zeigen, in welchem Winkel man hier steht. Also das ist so die Höhe, ne? Das Knie ist höher als die Hüfte, wo man ja jedes Mal hoch muss. Und es waren auch schon noch höhere. Ich hole gerade Luft auf einer Treppenstufe, wo ich mich hier auch noch ein bisschen festhalte. Und sehe gerade da in dieser Felsspalte diese zwei Pilze. Die leuchten ja schön. Bestimmt nicht so gesund dann. Ja. Hier ist eine Bank. Ja, und die brauche ich jetzt. Wirklich landschaftlich toll. Hier der Weg, der liegt mir doch wieder deutlich mehr. Dort ist der Gipfel zu sehen. Was heißt Gipfel? Ihr wisst, was ich meine. Da oben an der Hütte sind die am Renovieren und da kommt tatsächlich jemand mit seinem Quad hier runtergefahren. Nicht schlecht. Also das muss man echt wollen hier. Ich meine, das ist wie bei uns mit dem Mountainbiken. Ja, da mache ich auch so einiges. Aber das war jetzt schon hier runter, ja, finde ich schon eine Nummer. Jetzt, wo ich das Schild hier kapiere, Wilder Kocker, ist mir gerade bewusst geworden, dass sie da nicht renovieren, wenn man mal genau hinschaut. Der kocht da draußen mit Lagerfeuer und dann da finden gerade Filmaufnahmen statt. Irgendwie finde ich das hier voll die coole Nummer. Sieht das nicht gut aus? Und das mit dem Panorama. Aber schaut mal, was hier alles hochgekarrt werden musste. Und alle sehr freundlich. Keiner, der irgendwie gesagt hat, hier, du musst hier weg oder so. Echt klasse. Der Moderator übt seinen Text die ganze Zeit hier im Auf- und Abgehen. Echt coole Nummer. Der Haken an der Sache ist, dass hier alles belegt ist mit Filmteam-Leuten oder sonst irgendwie was. Ja, da würde ich jetzt gerne hingehen, aber da wird jetzt gleich gedreht, da darf ich nicht hin. Hier nochmal ein kleiner Überblick. Auch wenn ich da vorne nicht hin kann. Dort wird extra die schwedische Fahne gewechselt gegen eine neue für die Aufnahmen. Naja, ich werde jetzt mal weitergehen. Hier die Hütte, die eigentlich hier oben ist. Sieht auch ganz nett aus. Und ansonsten schaue ich mal, was jetzt noch so kommt. Habe jetzt einige Male gesehen, wie eine Szene wiederholt wurde und wiederholt wurde. Wird doch langweilig. Hier nochmal ein schönes Schild. Filpa din Vattenflaska H. Das heißt so viel wie, hier könnt ihr eure Wasserflaschen auffüllen. Ist doch auch eine feine Sache. Aber das Catering, was die hier oben haben, ist echt nicht zu verachten. Naja, ich wollte euch jetzt noch eben den Lift zeigen hier, der dann den Berg runter geht. Aber ich werde schön laufen.
Vorhin habe ich mir noch gedacht, wenn die hier filmen, haben die das wettertechnisch bestimmt gut geplant. Leider fängt das gerade ein bisschen an zu stippeln. Daher werde ich jetzt mal ein bisschen flotter hier runter und mal sehen, welchen Weg ich jetzt nehme. Ich denke, den Weg werde ich meiden. Sieht nicht ganz so vertrauenserweckend aus auf den ersten Blick. Vor mir im Baum sitzt ein Eichhörnchen und ist am Knabbern. Ist das nicht süß? Ja, ich habe jetzt mittlerweile einen Weg gefunden, der auch nach unten führen soll. Bin aber noch nicht ganz sicher, ob ich nicht doch wieder auf den alten Weg komme. Aber erstmal lässt es hier ganz gut gehen. Ist das landschaftlich nicht unheimlich schön? So hier jetzt über diese schrägen Felsen zu rutschen, macht echt Spaß, weil hier passiert nichts. Ich muss leider feststellen, dass es gefühlt in die falsche Richtung bergab geht. Weil ich muss genau auf die andere Seite des Berges. Aber da ja unterwegs nirgends Hinweisschilder sind, sondern nur diese blauen Punkte, ist das immer recht schwierig, den richtigen Weg dann auch beizubehalten. Weil manchmal gehen halt blaue Punkte links rum und blaue Punkte rechts rum. So, mittlerweile auf dem richtigen Weg. Ich muss ja gestehen, ich habe mal gerade bei Google Maps geguckt, wo ich überhaupt bin und in welche Richtung ich muss. Und war nicht verkehrt, war doch richtig. Aber es irritierte mich irgendwie, dass ich auf der anderen Seite des Berges runtergehe. Aber es ist tatsächlich so, dass der Weg nachher unten am Bergfuß einmal drumherum führt. Und ist eine interessante Option, daher mache ich das jetzt. Also der Weg hier runter ist jetzt deutlich angenehmer für mich persönlich als der andere rauf. Aber ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Und hier ist jetzt das Einzige, man muss immer gucken, hier sind gerade zwei blaue Punkte, einer links, einer rechts. Das ist sehr schön, aber man guckt halt die meiste Zeit auf den Boden, um ja zu sehen, wo man hintritt. Deswegen muss man immer wieder kurz stehen bleiben und orientieren, wo die blauen Punkte sind. Aber ansonsten herrlich. Es ist so ruhig hier jetzt. Man hört auch endlich die Straße nicht mehr. Dafür das Knacken der einzelnen kleinen Tannenzapfen, wie sie sich öffnen. Also ich muss ja echt sagen, ich habe das letzte Mal so Probleme mit Mücken hier in Norwegen und Schweden zwischen Alta und Kiruna gehabt. In einem Wald, wo ich an dem Fluss stand. Und ansonsten nirgends. Weil ja immer alle sagen, Skandinavien mit den vielen Mücken, das hatte ich schon mal angesprochen. Aber es ist echt nicht so. Viele Fliegen, ja, aber Mücken definitiv nicht. Kann ich nicht bestätigen. Ich werd verrückt, ein Schild. Und ich bin tatsächlich auf dem richtigen Weg Richtung Naturum. Klasse. Beruhigt ja doch immer wieder. Und mal wieder ein kleiner Aussichtspunkt hier. Nicht so tipptopp wie die anderen von der Aussicht, aber trotzdem schön. Ich dachte die ganze Zeit, wen höre ich da immer quatschen, so ganz leise im Hintergrund. Ist drüben auf der anderen Seite des Hügels oder des Berges, dieses Filmteam. Die sind anscheinend endlich angefangen, da richtig loszulegen. Hier geht es jetzt schon so ein kleines Stück über dieses Plateau, was durch dieses ganze Moos und diese doch sehr spärlichen Bäumchen, Kiefern sind es glaube ich, ein bisschen karg wirkt, aber wunderschön. Und da vorne ist gleich ein kleiner Rastplatz und da werde ich mich erstmal hinsetzen und ein bisschen genießen. Denn mit dem Regen, das war Fehlanzeige. Und das ist auch gut so. Auch hier habe ich wieder meinen Beitrag geleistet zum Bau des Türmchens. Allerdings ist er diesmal sehr klein ausgefallen. Der hier ist es.
da ich hier oben keinen größeren Stein gefunden habe. Und gleichzeitig ist das auch noch die Wegmarkierung. Ist ja auch nicht verkehrt. Und hier geht es jetzt runter und man hat die ganze Zeit so eine tolle Aussicht. Wunderbar. In die Weite, übers Wasser. Toll. Echt toll. So, ihr Lieben, ich denke, besser wird's nicht mehr von der Aussicht. Man hört auch die Straße mittlerweile wieder. Deswegen würde ich sagen, das war's wieder mal. Ich hoffe, das Ganze hat euch noch gefallen. Ich finde Schweden an sich ja doch schön. Aber so richtig packen tut es mich nicht. Da bin ich durch Norwegen vielleicht ein bisschen verwöhnt jetzt. Aber mir sind hier einfach zu wenig unterschiedliche Reize, was das Land an sich bis jetzt angeht, was ich gesehen habe, natürlich nur. Es gibt, was ich auch schon in Reiseführern und gesehen habe, hier auch ganz tolle Ecken, die mich auch noch reizen und die ich mir bestimmt auch irgendwann anschauen werde. Wer weiß. Aber in dem Moment, wo ich diesen Weg gegangen bin, war das sehr schön. Jetzt, wo ich ihn hinter mir habe, ist es halt ein Weg gewesen. Und da bleibt nicht ganz viel von hängen, außer dass ich mich da überwunden habe, diese Kletterstiege da hochzugehen. Und das ist in Norwegen definitiv anders, da ist das Herz richtig bei. Hier ist es einfach ein schöner Tag gewesen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so seht, ob ich das vielleicht falsch deute. Aber so sind halt Gefühle, ne? Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Markus.